Weil zum Beispiel Frankfurt, wie Köln und Berlin und Hamburg, haben alle diese Schizophrenie. Tagsüber sind das wunderschöne Städte, ne? Deutsche Bank, Tower, super. Aber sobald 8 Uhr ist, verwandelt sich das in so ein Resident Evil Zombie-Spiel, weißt du? Die Frankfurter kennen das, ganze Zombies kommen raus. Wo ist mein Euro? Weißt du, die sind richtig aggressiv, so, weißt du? Die bitte nicht, entschuldigen Sie bitte, haben Sie, wo ist mein Euro, als ob du denen das schulden würdest? Das ist besser als Finanzamt. Wo so, die reden in Frankfurt speziell, die haben da dieses Zuhälterische, weißt du, wie in Frankfurt. Die reden ein bisschen wie Haftbefehl, oh, kein Scheiß. Die kommen so einmal, jemand frisch aus dem Gulli so, hey du Haffa, wo ist mein Euro? Gib mir, sonst kriegst du ein Tokrat, Kopf ab, Mortal Kombat, Vollkontakt, alle Opa, komm ran. Wirklich, aber nix gegen Hafti, Alter. Hafti ist unser Bruder, das wissen wir alle, ist unser Habibi, Alter. Der ist doch ein sehr einzigartiger Rapper. Der ist nämlich der einzige Rapper weltweit mit Untertiteln. Habt ihr mal gesehen? Weil er so... Keiner weiß, was der labert. Bei seinem Paradesong, ne? Chabos wissen, wer der Babu ist. Steht da noch, Chabos wissen also, was ein Babu ist? Weißt du, für die, die das nicht wissen, kann man lesen. Okay. Aber wenn dann sein Refrain kommt, dieses Tokat, Kopf ab, mo, und nur noch Sonderzeichen so. So ein Bild von ihm. Keine Ahnung, Bruder. Ich war... Keine Ahnung. Und ich dachte, für mich ist das so ein bisschen wie so eine Verarsche. So. Ich komme mir so vor, als ob so andere Rapper, so, weißt du, so Farid Bang, diese marokkanische Rapper, den verarscht hätten. So. Die haben aus jedem seinen Text genommen. Gib mal her, du Wichser. Nimm den, Alter. Streichen jedes K durch ein Kf und dann hier, vertrau mir, vertrau mir. Seid ihr euch sicher, dass das zieht? Natürlich, denn ich hab die Scheiße drauf wie Toilettenpapier. Weißt du, das ist doch Farid Bang, Alter. Weißt du? Brutal paradox, Mann, Alter. Und ich dachte, Haftbefehl wäre der einzige Rapper, den man nicht versteht. Na, ah. Habt ihr schon mal Sean Paul gehört? Schlimmster Typ, ernsthaft. Sein Lied, She Doesn't Mind, ich weiß nur, dass das so heißt, weil das da draufsteht. Wenn der anfängt, keine Ahnung, was der labert. Ich will, dass die beiden so ein Mixtape machen. Weißt du, Haftbefehl und Sean Paul. Und wer das errät, kriegt $1 Million. So eine Mixshow, weißt du so? The Rebels.